Wenn ich einen Traum habe, dann ist das alleine in einer kleinen Hütte ganz oben bei den Gipfeln wohnen, nur mit ein paar Schafen. Wenn die Wölfe antworten, dann sind sie auch ganz nah. Wunderbar, mitten im Winter überall Zitronen und die Sonne scheint darüber, wie im Paradies. Aufbruch zum Dach Frankreichs. Wir wollen nach Saint-Véran, ganz oben in den französischen Alpen. Da haben wir ein passendes Verkehrsmittel gewählt. Der kleine Flieger ist zwar schon über 40 Jahre alt, aber frisch renoviert. Das hat uns der Pilot versichert. Saint-Véran liegt im Südwesten Frankreichs, ganz nah an der Grenze zu Italien. Die Dorfmitte liegt 2040 Meter hoch. Der stolze Anspruch, damit die höchste Gemeinde Europas zu sein, den die knapp 300 Bürger Saint-Vérans unbeirrbar geltend machen, ist nicht ganz unumstritten. Es gibt anderswo ein paar kleine Siedlungen, die liegen noch etwas höher. Aber die, so sagen die Menschen hier, seien eben keine echten Gemeinden mit Rathaus, Kirche und eigenem Postamt. Der Viehzüchter Jean-Pierre Humbert kann mit diesem Ehrgeiz nicht viel anfangen. Er liebt Saint-Véran nicht wegen der Rekordhöhe, er liebt das Leben hier. Ich lebe im Rhythmus der Natur. Manchmal habe ich deswegen ein paar Schwierigkeiten, vor allem wenn ich in die Stadt muss wegen irgendwelcher Verwaltungsdinge. Ich richte mich nach dem Stand der Sonne, die Leute in den Büros nach der Uhr. Ich habe gar keine Uhr. Keine Uhr, aber viel Zeit, vor allem für seine Tiere. Seinen kleinen Hof führt Jean-Pierre ganz alleine und er hält sich damit gerade so über Wasser. Aber aufgeben, das kann er sich nicht vorstellen. Die Tiere sind nicht nur sein Lebensunterhalt, sie sind vor allem seine große Leidenschaft. Da gibt er auch gerne mal Nachhilfe beim Stillen, wenn Mutter Schaf und neugeborenes Lämmchen nicht so richtig zueinander finden. Eine neue Geburt in der Herde ist jedes Mal ein großes Glück. Und wenn die Mutter ihr Junges dann liebevoll annimmt, dann habe ich meine Arbeit gut gemacht. Dann bin ich einfach zufrieden. Jean-Pierre führt das Leben, das in Saint-Véran früher einmal fast alle lebten. Mit einem Unterschied. Er selbst wohnt nicht mehr mit im Stall. Für seinen Vater war das noch selbstverständlich. Auffällige Holzhäuser prägen das Bild von Saint-Véran. Sie heißen Füst und darin lebten früher erstaunliche Wohngemeinschaften. Vereinzelt findet man noch Reste. Hier zum Beispiel haben die Kühe die Wohnung allein übernommen. Auf den geschützten Balkonen reifte früher die Ernte, heute reift hier der Nachwuchs. Die Alten können sich aber noch gut erinnern, wie das war, als nicht nur die Katze ins Wohnzimmer durfte. Romain Mathieu ist der Letzte in Saint-Véran, der immer noch so mit seinem Vieh zusammenlebt. Nur ist er etwas kauzig und hat überhaupt keine Lust, sich filmen zu lassen. Doch so schnell geben wir nicht auf. Und nach etwas Überzeugungsarbeit dürfen wir dann doch in seine Füst. Früher war das hier etwas ganz Normales. Aber heute will ja niemand mehr in einem Stall wohnen. Stimmt,
so romantisch es aussieht, die Wohnqualität lässt doch einiges zu wünschen übrig. Zumindest für Menschen. Das Vieh scheint sich ganz wohl zu fühlen. Romain hat sich in seiner Bio-WG inzwischen zwei eigene Zimmer gegönnt. Früher standen Bett und Esstisch hier am Fenster. Für ihn, seine Eltern und drei Geschwister. Die Tiere halfen Holz zu sparen. Sie wärmten im Winter die Wohnung. Auch wenn diese Heizung ziemlich übel gerochen haben muss. Wir waren das einfach gewohnt. Es war eben eine andere Zeit als heute. Und dann mag er uns irgendwie doch und zeigt uns auch den Heuspeicher. Mit seinen 83 Jahren nimmt er die Stufen erstaunlich schwungvoll. Viele Nachbarn haben ihre Heuböden zu Ferienwohnungen umfunktioniert. Bei Romain ist alles beim Alten geblieben. Da oben kommt das Heu zum Trocknen hin. Und wenn es ausgereift ist, wird es unten in der Scheune gedroschen. Romain Mathieu scheint die Zeit einfach angehalten zu haben. Und das in einem besonders schönen Moment. Andere wollen die Zeit eher beschleunigen. Großinvestoren planen, den Tourismus in Saint-Véran stark auszubauen. Neue Hotels und Ferienanlagen sollen entstehen für ein modernes Skigebiet. Zur gleichen Zeit ist die Dorfschule in Gefahr. Zu teuer für nur zwei Klassen, auch wenn sich das ganze Dorf noch gegen eine Schließung wehrt. Die Idylle von Saint-Véran, sie könnte bald vorbei sein. Jean-Pierre beunruhigt das alles. Deshalb hat er an diesem Abend Freunde eingeladen. Beim Käsefondue wollen sie ihre Sorgen um die Zukunft des Dorfes besprechen. Wenn sie Ferienwohnungen bauen, bauen sie gleich neue Geschäfte dazu und alles drum und dran. Das Dorf selbst stirbt dann aus und die Leute von hier, die sitzen nach und nach auf der Straße. In neue Hotels investieren vor allem Leute von außen. Die profitieren dann auch, nicht wir. Wir Jüngeren lieben das Dorf, so wie es ist. Sonst hätten wir ja längst gehen können. Die beste Lösung ist, den Leuten von hier zu helfen, die Häuser zu restaurieren. Ein Appartement für sie selbst, ein Appartement für die Gäste. Nur so kann es funktionieren. Dafür will Jean-Pierre mit seinen Freunden jetzt kämpfen. Mehr Gäste gerne, aber nur in dem Saint-Véran, das sie alle so lieben. Wieder unterwegs. Wir fahren in den Alpen weiter südlich, ins Land der wilden Wölfe. Der Weg führt uns über 1000 Meter tiefer nach Saint-Martin-Vésubie im Nationalpark Mercantour. Mitten im Nationalpark liegt die Klempnerwerkstatt von Michel Indigliardi. Ein einziges Chaos, das Michel gut aushalten kann. Zwischen seinen Blechen und Rohren ist auch noch Platz für die Trophäen seines skurrilen Hobbys. Michel sammelt die Opfer der Wölfe. Er ist den Raubtieren ständig auf der Spur. Diese beiden Gamsköpfe sind von einem Wolfsangriff vergangene Woche in einem Tal nicht weit von hier. Das Besondere ist, dass die Köpfe keine Ohren mehr haben. Die Wölfe lieben es, die Ohren zu fressen. Sie mögen den Knorpel darin. Michel macht sich an diesem Abend wieder auf Wolfsuche. Jetzt im Winter, wenn Schnee liegt, hat er am ehesten Chancen, welche zu finden. Ich gehe etwa dreimal pro Woche los, um mit den Tieren in Verbindung zu bleiben. Wenn ich den Anschluss an sie verliere, finde ich sie nachher in den Bergen nie wieder. Es ist eine Nacht wie aus einem Werwolf-Film, in der wir Michel begleiten.
Der Klempner will aber keinem Wolf etwas zuleide tun. Im Gegenteil, die Tiere faszinieren ihn. Er führt uns zu einer Stelle, wo er kurz zuvor eine gerissene Gams gesehen haben will. Die Wölfe vermutet er noch ganz in der Nähe. Und tatsächlich, nach einiger Zeit finden wir die Gams. Oder besser das, was von ihr übrig geblieben ist. Der Wolf ist das einzige Tier, das die Haut aufschlitzen kann, wie ein Metzger mit dem Messer. Es ist kein Gramm Fleisch mehr dran geblieben. Auch Spuren der Wölfe finden wir nicht weit entfernt. Michel glaubt jetzt fest, ganz nah dran zu sein und versucht, mit den Wölfen Kontakt aufzunehmen. Oft, wenn ich hartnäckig bin, kommen die Wölfe auch näher an mich heran. Aber sie halten immer genügend Abstand zu mir. Diesmal bleibt ihr Abstand aber zu groß. Kein Wolf zu hören, keiner zu sehen. Am nächsten Tag gehen wir auf Nummer sicher. Im Wolfspark Alpha leben 25 Wölfe in einem abgeriegelten Waldgebiet. Zu dieser Jahreszeit ist der Park unter der Woche geschlossen, deshalb sind wir mit den Wölfen allein. Und wir werden Zeugen eines ganz besonderen Konzerts. Die Wölfe im Park wirken jetzt zur Paarungszeit wie ein Magnet auf die wilden Artgenossen im Umland. Erst Anfang der 90er Jahre sind sie in die französischen Alpen zurückgekehrt. Heute leben hier wieder mehr als 100 Wölfe. Stephanie Ratier ist Tierbiologin, 28 Jahre alt, und kümmert sich um die hungrigen Meuten des Wolfsparks. Beim Anblick der Fleischmassen wird uns schnell klar, warum die Schäfer in der Gegend die wilden Wölfe fürchten. Jetzt im Winter, wo sie auch die Kälte aushalten müssen, da frisst jeder Wolf so ungefähr 3 Kilo Fleisch am Tag. Das hier ist die Tagesration für eine Meute von 7 Wölfen. Und die, die nicht gefüttert werden, müssen sich diese gut 20 Kilo Fleisch pro Woche eben erjagen. Klar, dass es mit den Viehzüchtern schwierig ist, weil es immer wieder Angriffe auf ihre Herden gibt. Für die gerissenen Tiere werden zwar Entschädigungen gezahlt, aber das löst den Konflikt leider nicht. Der Wolf hat schon immer die Gemüter erhitzt und das wird wohl so bleiben. Eine der größten Schafsherden in der Region ist die von Michel Baringo. Und keine wurde von den Wölfen schlimmer heimgesucht als seine. Michel hat schon mehrere hundert Tiere verloren. Wer die Bilder von den Resten der gerissenen Schafe sieht oder die vielen Tiere, die auf der Flucht vor den Angreifern die Felsen hinabstürzten, der kann vielleicht etwas besser verstehen, warum Michel sich so aufregt. L'exterminé! Ausrotten. Man muss die Wölfe wieder jagen. Nicht, weil es Wölfe sind, aber sie gehören nur in die Wildnis und nicht hierhin, wo sie Menschen ruinieren. Die Behörden sagen, halt die Klappe und geben mir Geld. Aber ich will kein Geld. Ich will, dass meine Herde sicher ist. Sie bleiben Raubtiere, auch wenn er so aussieht, als könne er keinem Schäfchen was zuleide tun. Für die Menschen sind sie völlig ungefährlich. Dennoch werden im Mercontour auch künftig die Emotionen hochschlagen, sobald die Wölfe heulen. Weiter bergab.
Wir sind auf dem Weg nach Digne-les-Bains, der Hauptstadt des Departements Alpes de Haute-Provence. Wir wollen einen Mann kennenlernen, der seit kurzem als Präfekt diese schöne Bergwelt regiert. Und weil er in Afrika geboren wurde, wird er schon Obama der Alpen genannt. Sein Departement ist durchzogen von Bergketten und wilden Schluchten. Auch der Mercantour, aus dem wir gerade kommen, gehört teilweise dazu. Die Probleme mit den Wölfen kenne ich, die haben wir bei uns auch. Schnee hat Pierre Gahane zum ersten Mal mit 21 Jahren gesehen. Da war er gerade nur mit einem Koffer aus Kamerun nach Frankreich gekommen. Jetzt ist er damit beschäftigt, bei Lawinengefahr Straßen zu sperren oder Rettungsaktionen für in Not geratene Bergsteiger zu veranlassen. Von gestern Abend bis Mitternacht hat unsere Bergwacht 5 vermisste Menschen gesucht, die sich in der Nähe der italienischen Grenze zu hoch rausgewagt haben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wir suchen nach Italienern. Erst heute Morgen habe ich erfahren, dass es Franzosen waren. Nicht, dass ihm Italiener weniger wichtig wären. Aber seit er selbst Franzose ist, hat er ein ausgeprägtes Nationalbewusstsein entwickelt. Unter den schwarzen Zuwanderern ist Pierre Gahane der Erste, der es zum Präfekten gebracht hat. Und weil er so kurz nach dem Wahlsieg Obamas ernannt wurde, war er sofort in ganz Frankreich bekannt. Das ist schon eine Ehre, wenn man mich jetzt mit dem neuen amerikanischen Präsidenten Barack Obama vergleicht. Doch ganz ehrlich, das war nur ein Zufall im Kalender. Aber von der enormen Aufmerksamkeit in den Medien habe ich profitiert. Die anderen Präfekten hatten die nie. Das finde ich schon lustig. Auf den ersten Blick sieht Digne-les-Bains, der Sitz des Präfekten, so aus wie ein Alpenstädtchen aus dem Bilderbuch. Aber wer es näher betrachtet, merkt schnell, wie arm die Stadt ist. Die Altstadt von vielen Einheimischen verlassen. Die neuen Bewohner setzen große Hoffnungen in den Präfekten. So wie die Amerikaner froh sind über Obama, sind wir hier froh über unseren neuen Präfekten. Für uns bedeutet das viel. Wir sind ja viel stärker benachteiligt. Wie soll ich sagen? Man hört nicht auf uns. Dieser Präfekt wird ein anderes Bild unserer Region zeigen. Wenn Präsident Sarkozy den Präfekten berufen hat, weil er fähige Zuwanderer ermutigen will, dann ist das gut. Aber wenn das wieder nur so ein Show-Effekt ist, dann halte ich gar nichts davon. Am nächsten Morgen. Pierre Gahane macht sich auf den Weg zu einer Zeremonie, die ihm ganz besonders am Herzen liegt. Er verleiht 40 Zuwanderern aus seinem Departement die französische Staatsbürgerschaft. Erst 11 Jahre ist es her, da wurde er selbst bei einer solchen Feier zum Franzosen. Und jetzt kann er bestimmen, wann die Marseillaise erklingen darf. Erheben Sie sich jetzt bitte alle. Nicht nur um die Nationalhymne zu hören, sondern um sie mitzusingen. Und wenn Sie nur die Lippen bewegen, wie einige Fußballer, dann ist das auch recht. C'est bienvenu. Er selbst singt dann am lautesten. Pierre Gahane macht es sichtbar Spaß, Franzose zu sein. Das steckt an. Zum Schluss noch ein Gruppenbild mit dem Präfekten, das Sie alle gut aufheben sollten. Fotos mit Pierre Gahane könnten in Frankreich noch wertvoll werden.
Ein Zug, der in den Frühling fährt. Unsere letzte Etappe ist auch eine Reise in eine andere Jahreszeit. Der Zug, der uns ans Meer bringen soll, heißt im Volksmund Train de Pigne. Frei übersetzt, der Pinienzug. Er fährt von Digne bis Nizza, da steigen wir dann um nach Menton. Die Strecke gilt als eine der schönsten Bahnstrecken Frankreichs. Im Sommer ist der Zug deshalb ziemlich voll. Jetzt genießen nur ein paar Globetrotter und entspannte Rentner zusammen mit uns ganz exklusiv die Fahrt durch die raue Bergwelt hinab an die liebliche Küste. Menton. Die letzte Stadt vor der italienischen Grenze und eine der schönsten an der Côte d'Azur. Es ist schon ein hartes Leben hier im Winter, aber mit innerer Ruhe und viel Disziplin lässt es sich aushalten. Das sehen nicht nur die Einheimischen so. Menton versorgt sie ja auch alle das ganze Jahr über mit Vitaminen. Es ist die Stadt der Zitronen. Das ist wunderbar, mitten im Winter überall Zitronen zu haben und die Sonne scheint darüber. Hier ist es wie im Paradies und im größten Teil Europas sind jetzt nicht mal Blätter an den Bäumen. Wir haben sogar Blätter mit Früchten und dank unseres Klimas schmecken die auch besonders gut. Solche Lobeshymnen muss François Mazet nicht singen. Er hat es mit seinen 66 Jahren gar nicht mehr nötig, Zitronen zu ernten. Ihm macht es einfach Spaß. Sein Zitrushain hoch über Menton ist die Erfüllung eines Lebenstraums. Und Träume hat er sich schon immer gern erfüllt. Bevor er anfing, Zitronen und Orangen zu züchten, da war François Rennfahrer, französischer Meister der Formel 3, zweimal sogar Formel 1-Pilot. Ich zeige Ihnen mal die Fotos, da habe ich jede Menge. Bilder eines echten Draufgängers, befreundet mit vielen großen Rennpiloten der 70er Jahre. Bei den Erinnerungen an damals gerät François heute, fast 40 Jahre später, immer noch ins Schwärmen. Es war auch eine sehr, Es war eine wunderschöne Zeit, sehr leidenschaftlich und packend, aber auch voller Freundschaft unter uns Fahrern. War es wirklich Freundschaft, nicht vor allem die Konkurrenz? Auf der Rennstrecke haben wir uns nichts geschenkt, aber wir sind immer Gentlemen geblieben und haben nach dem Rennen zusammen gegessen, als Freunde eben. Dass er die Leidenschaft für PS dann noch rechtzeitig durch die für Zitronen ersetzt hat, vor allem Marie-Christine, seine Frau, ist froh darüber. Zitronen anbauen ist wohl nicht ganz so gefährlich wie Autorennen fahren. Aber Spaß beiseite, viele seiner Freunde von damals haben es nicht überlebt. Für die Ernte von heute hat François einen besonderen Kunden. Das Restaurant Paris Rom. Mit seinem jungen Chefkoch Yannick Fouriez. Hallo Chef, hier sind die besten Zitronen von Menton für deine gute Küche. Riech mal. So müssen sie sein. Na, dann mach was draus. Kannst dich drauf verlassen. Die Schale der Zitronen brutzelt schon bald auf einem Lammfilet. Yannick ist kein großer Redner, aber auf dem Weg, ein großer Koch zu werden. Einen Stern im Guide Michelin hat er schon. Nicht zuletzt, weil ihm so viel zu Zitronen einfällt. Das Wichtigste an den Zitronen von Menton ist ihre Schale. Die hat viel mehr Aroma als bei den meisten importierten Zitronen. Das ist es, was mich interessiert. Und deshalb darf die Schale das Gericht am Ende auch krönen. Lammfilet mariniert in Likör aus wilden Zitronen auf einem Zitruskonfit. Bon appétit.
Ein Meer aus Zitronen und Orangen schmückt zu dieser Zeit die Innenstadt von Menton. Die Fête du Citron, das Zitronenfest, steht kurz bevor. Es ist so etwas wie der Karneval der Stadt, ganz der Verehrung der Zitrusfrüchte gewidmet. Im Mittelpunkt dieser Park aus Zitronen- und Orangenskulpturen. Philippe Rigolot, der städtische Gärtner, treibt die Arbeiter etwas an. Die Zeit drängt. Die ersten Besucher für die Fête du Citron sind längst da. Wir sind am Ende immer etwas unter Druck. Die Lieferungen kommen oft spät, das Wetter war nicht immer so gut, da klappt dann der Bau der Figuren nicht. Ich bin im Moment ein bisschen angespannt. Andere sind da viel lockerer. Eigentlich sollten sie Gas geben, um die Wagen für die Festumzüge zu dekorieren. Aber die Versuchung ist immer wieder zu groß. Zimperlich darf man bei diesem Wagenbau einfach nicht sein. Schluss jetzt, Jungs. Wir haben doch keine Ewigkeit mehr. Sonst bleibt ihr noch bis Mitternacht hier drin. Höchste Zeit, dass auch hier einer kommt, der aufs Tempo drückt. Alles klar? Ihr seid spät dran. Ein bisschen, aber wir schaffen das. Mediterrane Gelassenheit gehört bei diesem Karneval einfach mit dazu. Am Ende haben sie es dann auch wieder geschafft. Wie jedes Jahr rollt der Zitronenumzug sonntags pünktlich durch Menton. Die 140 Tonnen Zitronen und Orangen, die Parade schmücken, wandern danach übrigens fast alle in den Müll. Die meisten sind am Ende faul. Zitronenfachmann François kann den Verlust verschmerzen. Für den Karneval werden ja eh nur Importfrüchte aus Spanien verwendet. Egal, die sind doch auch schön, obwohl sie nicht von hier sind. Und all die Leute haben einen Riesenspaß, im Winter so viele Sonnenfrüchte zu sehen. Sauer macht eben lustig und so wird rund um die Zitronen noch bis in die Nacht gefeiert. Wem es trotz frühlingshafter Atmosphäre kalt wird, der kann sich bei François mit Zitronenlikör wärmen. Wie schon gesagt, es ist ein hartes Leben im Winter in Menton.